Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nur um ein kurzes Update, und zwar ist mein Abschlusslehrgang jetzt vorbei. Die Prüfungen stehen allerdings noch an, weswegen ich jetzt auch gerade eigentlich gar keine Zeit habe. Aber ich kriege einen neuen Hamster. Ich bringe den dann von meiner Abschlussprüfung praktisch mit nach Hause. Das ist so ein kleiner Roborowski-Zwerghamster. Die werden etwa so groß. Und für die muss ich jetzt ein neues Gehege bauen. Zeige ich euch auch gleich. Ja, das hier ist übrigens der hintere Teil meines Gartens. Ein paar Maisfelder. Dann geht's mal auf zur Baustelle. Hier bereite ich jetzt das Gehege vor. Es wird 1,45 Meter lang und 80 cm tief. In Höhe hatte ich, glaube ich, 75 cm oder so geplant. Und dann hat das vorne eine 30 cm hohe Einstrickkante. Das ist das hier. Ich dachte erst, dass ich das so aus Glas mache, damit man da reingucken kann. Aber das ist dann schwierig mit dem Einbauen, weil, ja, wie gesagt, ich habe gerade eigentlich gar keine Zeit und ich kriege das Glas, was ich brauche, nicht vor Ort. Das heißt, ich müsste in einem Tag das Gehege soweit bauen, da müsste ich die Lücke ausmessen, nachdem ich die Schienen eingesetzt habe, das dann online bestellen, das einsetzen, das dann wieder online bestellen für die Schiebetüren. Und daher einfach eine Platte Holz, brauche ich nur einmal messen. Ja, das Holz ist 16 mm MDF. Es muss natürlich noch dann lackiert werden und so, aber für mich als Gehegebauanfänger ist das einfacher zu verarbeiten. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier ganz viele Schrauben gekauft. Keine Ahnung welche. Ich habe mir einfach ein paar gegriffen, die gut aussahen. Da. Und nochmal, ich glaube, länger. Und falls das nicht so klappt, wie ich denke, klebe ich den ganzen Kram zusammen. Ja, dann habe ich hier noch ein Kantholz gekauft. Das kommt dann praktisch so da oben drüber. Das dient jetzt dann erst einmal, um das Ganze nochmal zu stabilisieren. Und später soll das die Oberkante für die Schiebetüren bilden. Die Leisten habe ich übrigens vergessen. Ja. Viel mehr habe ich an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn das Gehege irgendwann steht. Bis gleich. So, das Gehege ist soweit fertig. So sieht es jetzt aus. Hier vorne kommt dann noch die Leisten hin, zusammen mit den Glasscheiben. Das werde ich aber noch online bestellen müssen. Dann kommt hier oben die Holzleiste drauf. Ja, dann kriegt das Ganze natürlich auch ein paar hübsche IKEA-Tische, wandert ein Stück weiter nach links. Von innen kommt dann bis zur Einstreukante Spielzeuglack rein. Welche Farbe weiß ich noch nicht. Ich gucke mal auf den Dachboden, was ich da noch habe. Und dann in den sichtbaren Bereich, also ab hier bis nach oben, kommt dann ein Hintergrundbild für Terrarien. Das klebe ich dann da einfach drauf. Mal ein paar Schichten durchsichtigen Spielzeuglack drüber und dann ist das auch vor Hamsterzähnchen gesichert. Deckel soll das Ganze nicht kriegen, was bei maximal 30 cm Einstreu für einen kleinen Robo auch dicke ausreichen müsste. Die Platten sind so glatt, dass er da auch nicht hochkommt. Bei USB wäre ich mir nicht so sicher. Ich meine, die Hamster wiegen ja auch nichts.
Aber in dem Fall müsste das funktionieren. Ja, das war's dann auch. Ich werde jetzt fleißig weiter lernen. In der Hoffnung, dass ich dann auch bald endlich mal durch bin mit den Prüfungen. Und dann bis zum Einzug des Hamsters. Tschüss!